Ich bin Cleo de Nil, Tochter der Mumie, ägyptische Prinzessin. Ich war perfekt konserviert in Mumienwickeln. Und jetzt bin ich eine ewige Königin der Jugend. Mein Freund Deuce Gorgon und ich sind das Mega-Pärchen an der Monster High. Seid nicht neidisch. Okay, seid neidisch, richtig neidisch. Wenn ich mich nicht darauf vorbereite, die Welt zu regieren, bin ich Leiterin der Cheerleader. Glaubt mir, meine Mädels in Schach zu halten, ist genauso schwierig wie eine Dynastie zu regieren. Seht einfach selbst, wie großartig ich bin. We are monsters, we are proud. We are monsters, sing it loud. So stop rocking your right to cry. We are monsters, we are monsters, we are proud. We are monsters, we are loud. We are monsters, we are rocking your right to cry. We are monsters, we are monsters. Hi. Benzin aus Abfall, grüne Energie. Das ist bestimmt von Gulia. Falsch. Von mir. Mit diesem Dingsbums werde ich Königin von Monster High Forged. Der Thron da ist für mich. Cleo, das ist kein Thron. Tja, ich werde wohl wissen, wie ein Thron aussieht. Der Einfluss von Wasser auf Toilettenpapier. Oh, Gulia, wieso lässt du dich von Cleo so unterbuttern? Du musst lernen, dich zu behaupten. Du bist doch nicht Cleos Dienerin, oder? Das ist unfair. Tu etwas dagegen. Für Cleo wird das ein Reinfall. Danke. Ja, mein Projekt ist einfach das Beste. Ich komme auf den Thron. Cleo, das ist kein Thron, sondern mein Forschungsprojekt. Eine Befeuchtungskammer. Endlich Schluss mit spröder Haut. Nicht lustig. Sie trägt hoffentlich ihre schrecklich stylische, wasserfeste 24-Stunden-Mascara. Denn das kann den ganzen Tag dauern. Was? Warum? Wieso? So etwas gibt es nur alle 1000 Jahre. Heute fallen Freitag der 13. und Halloween auf einen und denselben Tag. Das ist unmöglich. Schaurig, hä? Heute ist der schwärzeste Tag aller Zeiten. Ja. Ja, verflixt! Mehr Pech auf einmal geht nicht. Erst beim 3 Uhr klingen ist es vorbei. Das sind noch 6 Stunden. Keine Sorge, meine Lieben. Ich besitze das Amulett des Nukinutin. Es beschützt den, der es trägt. Mich und alle in meiner Nähe. Das Pech hat keine Chance. Aber ich sehe gar nicht, dass du es trägst. Es passt nicht zu meinem Outfit. Deshalb trägt Gulia es für mich. Oh nein! Da drüben ist sie! Wie soll ich das bis 3 Uhr überleben? Kommt schon! Weiter nach links? Nein, etwas zu weit. Ich glaube, ich weiß, was sie... Oh, die hat es echt drauf. Hast recht, Julia. Eigentlich passt es doch zu ihrem Outfit. Hey, eine 2 plus? Klasse! Von wegen, ich verdiene was Besseres. Ich habe die ganze Nacht gelernt. Mr. Rodder gibt keine Einsen, da kannst du nichts dran ändern. Falsch. Das hier gehörte Pharao Natalutin Kamen. Da bezwinge ich jedem meinen Willen auf. Das ist kein Spielzeug, Cleo. Hat dein Vater nicht gesagt, auf diesen alten Gegenständen liegt ein Fluch? Alles unter Kontrolle. Mr. Rodder, meine Arbeit war absolut perfekt. Warum habe ich keine 1 bekommen? Ich gebe keine Einsen. Ich verdiene aber eine 1 plus. Du verdienst eine 1 plus. Es gibt da bestimmt einen Haken. Da ist was faul. Ich befürchte eine böse Überraschung. Bitte, alles unter Kontrolle. Oh nein, viel zu viel los hier. Wir kommen zu spät zum Unterricht. Wetten nicht. An diese Zauberkraft könnte ich mich gewöhnen. Die Hausaufgaben für heute? Oh,
hat Spaß. Cleo benutzt dieses Ding wie eine Kreditkarte ohne Limit. Ja, aber irgendwann bekommt sie dafür die Rechnung. Ein makelloser Tag. Ihr Mädels wart völlig umsonst besorgt. Da liegt kein Fluch auf der Statuette. Alles unter Kontrolle. Was ist denn los? Nichts hast du unter Kontrolle. Ich war noch nie auf einer Pyjama-Party. Ah, Pyjama-Partys sind monstermäßig. Manchmal bleiben wir einfach die ganze Nacht wach und quatschen. Oder wir machen uns gegenseitig hübsch. Oder lackieren uns die Zehennägel. Und reden natürlich über Jungs. Habt ihr etwa Gargoyles und Gargoyles vergessen? Was ist Gargoyles und Gargoyles? Das ist Cleos Lieblingspartyspiel. Da spielen wir echt bei jeder Pyjama-Party. Bis jetzt hat mich noch keine geschlagen. 3, 4, 5. Diabolische Dämonenkarte. Du verlierst 500 Punkte. Du bist raus. Wirklich? Yeah! Ich meine, ich glaube, ich ziehe mich ins Bad zurück, um ein wenig zu weinen. Oh, ein Bergtreu ruiniert die Frisur und Make-up fürs Klassenfoto. Claudine ist auch raus. Oh, ich verlasse lieber das Zimmer, bevor ich noch eine Szene mache. Hey, aber du hast doch noch eine Karte, die du ausspielen kannst. Ach ja, ich habe eine Doppelärgerkarte. Das bedeutet, ich kann einen anderen Spieler mit rausnehmen. Ich entscheide mich für Frankie. Oh nein. Also bleiben nur noch wir beide übrig, Abby. Du bist dran. Sieht aus, als wärst du in die Feuerbecken von... Moment bitte. Ich habe noch die Karte der königlichen Umkehr. Damit tauschen wir die Plätze und jetzt bist du in den Feuerbecken. Was? Du? Nein, ich will nicht. Komm, wir machen eine kurze Pause. Das war ein guter Zug, oder? Wir lieben Gargoyles und Gargoyles, aber Cleo ist so wahnsinnig ehrgeizig. Der beste Zug ist, Cleo gewinnen zu lassen. Aber wieso spielen wir überhaupt, wenn wir sie gewinnen lassen? Du musst aussetzen. Ein Höllenorg postet Beiträge auf Facebook. Ein Modezauberer verflucht deine Klamotten. Du musst 5 Felder zurück. Eine Waldnymphe hackt dein Telefon. Du verlierst 1000 Punkte. Es ist vorbei. Ich habe gewonnen und du hast verloren. Oh, Bayra! Endlich mal eine würdige Gegnerin, die es mit mir aufnehmen kann. Wir spielen das Spiel die ganze Nacht weiter. Oh nein. Na dann los. Super Idee. Wie schön. Sasquatchy und Cadaver haben ihre neue Herbstkollektion schon für morgen früh angekündigt. Ich habe einen Shoppingplan ausgeklügelt. Mit dem bin ich, wir, die schicksten und modischsten Monster der ganzen Schule. Na, wir können doch einfach super früh hier sein und vor dem Schild warten. Dies ist der Sale des Jahrhunderts. Die Zombies haben sogar beschlossen, auf dem Parkplatz zu campen. Okay, also Draculaura, du stehst hier, Claudine startet hier. Also, wenn wir uns ganz genau an den Plan halten, stehen wir ganz vorne, wenn der Shop aufmacht. Verstanden? Ja, können wir jetzt endlich nach Hause? Ja, ich weiß, es ist schon spät. Oh nein, der Shoppingschlund ist geschlossen. Wir sind eingesperrt. Oh, wir rufen Golia an. Sie kann sich ins System einhacken und die Türen öffnen. Nein, wenn sich die Türen öffnen, riskieren wir unseren vordersten Platz in der Schlange. Hey, wir übernachten hier und sind die Ersten, wenn der Shoppingschlund morgen früh öffnet. Tut mir leid, Zombies. Kommt, Freundinnen. Oh nein, seht doch, sie kommen rein. Die Zombies haben sich schon vor dem Laden angestellt. Die Schlange fängt doch da an, wo das Schild steht, oder etwa nicht? Ja, aber... Dann fängt die Schlange hinter mir an. Jetzt gib ihnen das Schild, Cleo. Niemals. Es dauert nicht mehr lange, dann macht der Laden auf. Tut mir leid, Slow-Mo. Ich hab das Schild. Ich bin die Erste. Ich glaube, er kauft ein Geschenk für Gulia. Oh, ist das romantisch. Oh nein, ich! Ich will die Erste sein. Ich! Aber Cleo, die Zweite zu sein ist auch okay. Die Zweite? Ich? Jetzt reicht's. Diese Statue besitzt die Kraft der Teleportation. Ich brauche mich also mit dieser Figur nur noch zu berühren. Und dann... Puff! Das war sehr gut, Gulia. Und wer kommt morgen in unsere Show? Cleo Denial. Denk dran, Cleo, wir kochen nur aus dem Gedächtnis. Keine Notizen, keine Rezepte. Okay, Denial-Familienrezepte. Oh ja, Hallöchen. Was? Oh, das musst du erzählen. Nein, 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 wirklich? Ja, okay, könnte sein.
Oh, was soll ich machen? Ich habe nichts vorbereitet. Gulia, ich weiß es zu schätzen, dass du mir dein Himbeersoufflé-Rezept überlassen willst, aber ich schaffe es nicht, das vor dem Unterricht noch auswendig zu lernen. Hey, Leute! Scara, wie war's im Telepathie-Camp? Toll! Mir fehlen die Worte. Okay, ich denke an eine Zahl zwischen 620. Monster cool. Scara Screams beherrscht Telepathie. Ja. Ich kann ihr doch Gulias Rezept geben und Scara schickt es mir sozusagen in den Kopf. Scara hat's drauf. Aber wenn sie die Gedanken von anderen hört, kann sie sich nicht konzentrieren. Aber sie braucht mir nur das Rezept vorzulesen. Was soll da schiefgehen? Heute koche ich für euch mein köstliches, weltberühmtes Himbeersoufflé. Okay, Scara, jetzt lies mir die Zutaten vor. Gut, 4 Tassen Vollmilch. So, zuerst nehmen wir 4 Tassen Vollmilch. Eine Schale frische Bio-Himbeeren. Mann, diese Monsterbraut ist so heiß, da brauche ich 4 Liter flüssigen Stickstoff, um sie abzukühlen. 4 Liter flüssigen Stickstoff. 4 Liter flüssigen Stickstoff. Nummer 24, nimm dich heute Abend in Acht. 24 Tassen Mehl, 11 Schnapparmbänder und ein Handy. So, jetzt ab in den Ofen. In ein paar Minuten ist es fertig und dann können wir es verzehren. Und ich warte so lange auf meine Eins. Alle raus hier! Es wird ungeheuer! Bist du jetzt frustriert oder schlecht gelaunt? Dazu braucht man keine telepathischen Fähigkeiten. Wo geht ihr denn hin, Mädels? Die Cheerleader arbeiten jedes Jahr ehrenamtlich in der Cappuccino-Ecke. Die Einnahmen gehen alle an einen Kinderwohltätigkeitsverein. Und ich bin bislang Einnahmenrekordhalterin. Vielleicht bis heute. Oh, bitte. Es geht schon wieder los. Hier, so behalten wir den Überblick über unsere Einnahmen. Um letztes Jahr zu schlagen, müssen wir das schaffen. Nein, wir schaffen es bis hier und schlagen Nephoras Rekord. Oh, da kommen unsere ersten Kunden. Also ich nehme einen kleinen zuckerfreien Vanille-Fangaccino. Oh, und ich einen dreifachen Monster-Hexpresso mit extra Schokostreusel und 2 Schuss weißer Schokolade und doppelt Streusel, bitte. Wir haben schon fast die Einnahmen des letzten Jahres erreicht. Nephoras Rekord ist damit Schnee von hinter vorgestern. Sieht so aus, als würde dein Rekord mumifiziert, Nephra. Ach, von wegen. Weißt du, wie ich das hier nenne? Cleos Unglücksbringer. Nummer 40, deine Bestellung ist... Never! Damit haben wir wohl keine Chance, Nephoras Rekord zu brechen. Wir haben sogar noch eine Menge Schulden wegen der Schäden. Sowas nennt man grandioses Scheitern. Das war's, Mädels. Ihr wollt doch jetzt nicht aufgeben, oder? Um ihren Rekord noch brechen zu können, bräuchten wir 500 Kunden in einer Stunde. Ich glaube, ich kenne nicht mal 500 Monster. Wir alle zusammen schon. Nummer 105, deine Bestellung. Und 106 und 109. Ich verbiete euch anzutreten. Halt! Stehen bleiben! Alle mal zuhören! Wir haben die Einnahmen vom letzten Jahr übertroffen! Juhu! Der Kinderwohltätigkeitsverein wird begeistert sein! Ja! Oh, Nephra, scheint, als wäre das Teil dein Unglücksbringer. We are monsters. Das habe ich nicht verdient! Oh, weißt du was? Du schuldest mir ein neues... Tut mir leid, betrachte es einfach als Rache. Ach, du hast es zerstört! Ich gehe schon. Nein, ich gehe ran. Das ist für mich. Hallo, Mädchen. Hier ist eure Großmumie. Doch, für dich. Hoffentlich kommt sie uns nicht besuchen. Ich komme euch besuchen. Und bei der Gelegenheit habe ich vor, meinen wertvollsten Schatz... Was für ein Schatz? ...der Enkelin zu übergeben, die mir zeigt, dass sie mich am meisten liebt. Ich werde unserer lieben Großmumie zeigen, wer sie am liebsten hat. Ich liebe sie am meisten. Dich, Nephra! Ich
weiß, dass Großmumie diese uralten Gefäße sammelt. Hm, weißt du, worauf sie sonst noch steht? Bowling. Hiermit übergebe ich meinen wertvollsten Schatz der Enkelin, die mir gezeigt hat, dass sie mich am meisten liebt. Nephra! Ja! Ja, 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 ja! Nein, 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 nein! Das ist der Hund der Tod. Oh, er liebt! Heute ist ein historischer Abend für dich, liebste Gulia. Dein erster Kuss. Tja, jedenfalls hat Jus gesagt, dass Slow-Mo gesagt hat, dass er dich heute bei unserem Doppeldate küssen will. Wichtig ist, nichts zu übereilen. Danke. Sei einfach du selbst, dann kann gar nichts schiefgehen. Der Lieblingsgott meines Vaters. Wir haben irgendeinen Zauber ausgelöst und unsere Körper getauscht. Oh nein, die Jungs sind schon hier. Mund auf. Ihr wisst ja, wo es reingeht. Slow-Mo darf dich auf keinen Fall küssen. Mich. Leo? Ja, ich komme. Wir müssen sofort eine Lösung finden. Was wollt ihr bestellen? Oh. Du wirst doch wohl nicht krank, mein Schatz. Wie wär's mit einem heißen Tee? Gulia? Was? Oh, Kräuter. Schau in meine Tasche, sieh nach, ob du einen Umkehrzauber findest. Es ist mir völlig egal, ob du das für albern hältst, Gulia. Pass auf, Bruder. Die steht echt auf dich. Wir küssen sie einfach gleichzeitig. Dann kommt das nicht merkwürdig. Ich weiß, was dein erster Kuss dir bedeutet hat, Gulia. Sieht so aus, als würde er an einem... Ich bin wieder ich. Der Kuss hat alles zurechtgerückt, Gulia. Cleo... Schmaus. Es nennt sich schillernder Schrei, Mädels. Du kommst zu spät zum Wohltätigkeitsbacken, weil du dir die Fingernägel lackiert hast? Dieser Lack ist aus dem Extrakt des Riesenmonster-Oktopus geworden. Lecker! Es wird erst genascht, wenn du uns hilfst. Tja, dann Pech. Ich will mir aber keinen Nagel abbrechen. Nochmal Glück gehabt. Wer hat all die Kekse gestohlen, die ich mit so viel Mühe gebacken habe? Was war das denn? Es ist ein großes Keksteigmonster! Wir sind die ersten Kekskunden unserer Monstermädels. Ja! Zeit, diesen Keksteig zu versteinern. Das reicht doch nicht, oder? Ich will auf dein Leben! Du hast es geschafft, sieh doch! Was, ich? Ja, ich! Ich hab den Klumpen gegrillt! Nimm das, Teigtyp! Für deinen Klumpen brenne ich, Baby! Guck mal, was ist das? Das ist mein Nagellack. Dieses kleine Ding war echt schuld? Macht hier sauber. Und zwar plötzlich. Wartet! Was soll ich jetzt tun? Bon Appetit! Zum Glück mit Schokoladensplittern. We are monsters. Weiß eine von euch, welche der Türen die von Twyla ist? Diese ist es.
Twylas Wohnung ist echt cool. Ihr werdet sehen. Hey, Mädels, kommt doch rein. Das ist so cool. Das ist aber spannend. Ich liebe dein Haus, Twyla. Es ist so du. Kann man sich hier verirren? Nein, es ist einfach, wenn man weiß, wo es lang geht. Sei mit der Kiste vorsichtig. Sie gehört meinem Dad, dem Schreckgespenst. Glaub mir, die willst du gar nicht öffnen. Ich hol mal ein paar Snacks. Oh, Cleo, Twyla hat gesagt, dass wir die Kiste nicht öffnen sollen. Ich bin doch nicht so neugierig oder unhöflich, sie doch zu öffnen. Aber ich riskiere mal einen kurzen Blick. Wer hat die Albtraumschatten herausgelassen? Es könnte jeder gewesen sein. Twyla, kannst du sie wieder in die Kiste sperren? Ich weiß aber nicht wie. Ich erledige das. Albträume, hört mal her. Hört mit dem Unsinn auf. Zurück in die Kiste. Und zwar sofort. Seht ihr? Hier ist eine Anleitung. Damit die Albträume in die Kiste zurückkehren, sagen sie das Zauberwort. Was ist das für ein Wort? Abracadabra. Hokus pokus. Tada. Itzi, bitzi, ab in die Kiste. Es ist sinnlos. Fliegt zurück in die Kiste, Albträume. Bitte. Sieh mal einer an. Ich glaube, bitte war das richtige Zauberwort. Seht ihr, sag ich doch. Das hat Spaß gemacht. Ich habe eine Idee. Wir öffnen noch ein paar andere Kisten. Nein, wie wär's, wenn wir uns einfach nett hinsetzen und lernen? Bitte?